Hallo und auf ein weiteres mit Payday 2 zusammen mit Carsten. Moin. Psychogear im Hintergrund Hey. und dem Dirk, der auf Push to Talk ist, weil er seine zarte Stimme nicht im YouTube-Channel hören will. Spinner. Ich schalte dich gleich stumm, mein Freund. Und was machst du dann? Dann kannst du deinen Großeltern keine Glückwünsche mehr ausrichten. Über YouTube. Wie bitte? Ja, das hat mal. Ich grüße meine Großeltern, meine Mein Gott. Schwester Dori. Mama, ich bin im Fernsehen! Oh, deine Stimme hört sich. Versuch niemals wieder hochzusprechen. Tu mir den Gefallen. Warum? Es hört sich so schrecklich an. Okay. Gut. Hat er wieder versucht hochzusprechen? Das war der Dirk. Was, ja? Dirk. Mit diesen Dirk, Worten herzlich willkommen beim Let's Play. der Meister der Stimmen. Mach nochmal Cartman, bitte. Komm, einmal kurz. Fick dich, du alter Jude! Das ist so geil. Das Oh, ist so das ist der geil. Hammer. Eins zu eins. Oh Gott. Okay. Herrlich. Was macht Pfeiffer eine Mission? Brandstifter. Brandstifter. Okay, wir müssen einem FBI-Fuzzi Daten klauen. Genau. Ich mach mal Start. So, ohne entdeckt zu werden. Ja. Wie immer. Wie immer. Wir sind wie Geister. Oder er, also ich glaube, er sagt ja. Was? Ich will nicht zusammenreden. Einzeln. Wer will jetzt was sagen? Ihr müsst jetzt. Wir beide. Ich meinte, ihr seid wohl eher Poltergeist, aber ist ja auch egal. Das Problem ist, die Ghostbusters sind schon auf der Spur. Alter, wie schlecht war der denn? Der war mega gut. Ah ja, es geht ja. Stimmt, das geht hier los am Flughafen. Ach so, ja, stimmt. Ah ja, das war. Da muss man auch an der Bank jetzt verbrennen, ne? Ja, genau. Na gut. Da, Das da sind das bist du. 3 Tage oder was? Ja, genau. Nice. Mega Money Maker hier. Money, Money Maker. Ich mach Da meine steht schon eigene welcher. Money Make Maschine. Wo steht einer? Hier. Zwei. Hinter der Ecke. Zwei. Oh. Warte, ich gehe hier oben lang. Guck mal, ob ich sie von oben ausknipsen kann. Hier hinten kann Komm man ja mit. auch lang gehen. Weißt du, wo ich mein? Naja, ich bin hinter dir. Was war das? Nix. Na gut, wenn wir uns sowieso schon gesehen haben, fahre ich hier schwer geschützt raus. Geht schon wieder los. Ja, wir sind unentdeckt. Diesmal unentdeckt. Ja, wir sind komplett unentdeckt. Das höre ich jedes Mal am Anfang jeder Folge. Mit wem redet der? Wie Mit kommt der man hier Mutter rein? anscheinend. Na, hier, wo ich bin, da sind die Ach, da! Trucks. Trucks mit den Waffen. Muss man die jetzt aufbohren? Ja, ich bin schon dabei. Okay, dann nehme ich auch mal ein paar Koffer mit hier. Ja, mit denen kann man jetzt nicht mehr schnell laufen, ne? Nee. Na egal, wir sind ja schwer bewaffnet, bis unter die Zähne. Oh, scheiße. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich muss da hinten hin. Meine Teamkameraden halten mir die schon vom Hals, hoffentlich. Oh, der Bohrer fällt schon wieder aus. Nein! Mann!
aber ich bin schon auf dem Weg nach oben. Oh, into the car. Ich spring die Kohle nach Hause. Kohle, 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 Kohle. Können wir die theoretisch zerstören? Die Waffen. Was könnten wir die zerstören? Ja. Wofür? Also, das ist egal. Kriegen wir nicht dann mehr Kohle, wenn wir die zurückbringen? Was? Wir kriegen noch mehr Kohle, wenn wir sie zurückbringen, oder? Also ich glaube, ja, doch, glaub schon. Ja, dann lassen wir uns Zeit und nehmen wir alle mit. Du weißt, wie Geld gar nicht bin. Ach, da steht ein Polizist neben mir? Oder wo, hey, von wo schießen die denn? Da hinten? Dass die blöde KI noch nicht mal einen scheiß Rucksack nutzt. Ja, ist ein bisschen doof, ne? Minimal. Oh, meine Maus ist leer. Oh. Ah ne, ich schreibe im Chat. Oh. Okay, jetzt nehme ich mir schnell noch eine Tasche. Ach, der läuft ja genau. Der läuft im Bulle genau vor mir und ich merke es nicht. Weiß man auch, warum ich in den Fleisch bin, war. Oh, ein Truck ist offen. Okay, ich bin gleich tot, wie es aussieht. Nö, es geht noch. Noch lebendig. So, Home Sweet Home. Was soll ich well usen? Meine Zeit? Ich pack mal hier alles schön aus. Ich bring schon die zweite Tasche zum Auto hoch. Ja, ich bin so ein krasser Dieb. Normalerweise stehle ich ja den Frauen die Sterne vom Himmel. Oh Gott. Es gibt Momente, da bin ich mir selbst peinlich, also. Wieder hoffen. Oh, das ist eine kleine Armee vor der Tür. Ich hab keine Munition mehr, ist das schlecht? Ein bisschen. Leg da mal gleich ein Munitionspaket hin. Das ist gut, weil ich kann nicht. So. Unsere KI macht nämlich gerade auch so gut wie nix. Ich komm. Ah, hier drin sind auch schon welche. Bin auf dem Weg. Oh, shit! Hm? Ah, schon wieder das Set. Bisschen überrascht. Ja, irgendwie... Munition, hier, Munition. Da hinten kommen jede Menge. Munition auf den Tisch. Danke. Das ist aber auch Zeit, Alter. So. Jetzt baller ich mit der dicken Wumme. Oh, guck mal, da kommen noch jede Menge. Warum? In welcher Polizeischule der Welt haben die denn gelernt, dass die einfach Querbewegung zum Feind ist? Das ist das Einzige, was du echt überhaupt nicht machen darfst. Ich bin gleich tot. Oh, sind da viele! Die schießen doch alle nur auf dich. Ich kann hier gerade ungestört. Oh, du lebst jetzt, ne? Ja, ich lebe. I will survive. Yay. Wir haben schon 3 von 6. Danke für die Ohren. Da ist gut. Du kannst äußerst gut zoomen, weißt du? Der Dieter Bohl hat mal über DSDS gesagt, ich soll es nochmal versuchen nächstes Jahr. Oh Gott. Nein! Bist du tot? Nee, aber fast.
Alter, du hast noch einen Hauch Leben, ne? Das weißt du. Oh, was sind da viele? Kommt die denn alle her? Nein! Ich hab schon wieder keine Munition. Ich hab meine ganze Munition verballert. Machst du denn? Machst du hier ja, ich hab die alle. Boah, da kommen noch mehr. Ich hab eben auf dem Dach gesessen und hab alle abgeknallt. Hier unten noch angelaufen. So, eine Tasche ist da noch. Der andere Truck ist auch offen? Oh. Ich hab wieder Bullen! Warum sind hier drin Bullen? Fehlt nur noch eine Tasche. Liegst du? Oh fuck. Nein, ich liege. Alter, schon wieder keine Munition mehr? Hä? Ich liege. Und bin in 18 Sekunden gefangen genommen. Okay, ich habe keine Munition mehr. Und ich kann nicht schneller laufen, weil. Schaffen wir das nicht? Was? Jetzt sag bloß, wir schaffen das nicht. Ich fliege auch. Aber ich werde gerettet. Ja, ich nicht. Bist du gefangen genommen? Ja. Scheiße. Ja, ich lebe noch. Ich gehe jetzt noch zum Truck. Ist ja die letzte Tasche. Oh nein, das müssen wir voll die Kaution für dich bezahlen. Ich hab halt keine Munition mehr und nix. Und ich schleiche hier von dannen. Oh komm, jetzt geh mal einen Schritt schneller hier. Oh, das ist so lang, ich schleiche hier durch die Gegend. Wie du gehst. Das sieht ja so scheiße wie aus. So eine Krabbe. Ja, die Tasche ist halt schwer, sieht was soll ich machen? Sieht so beknackt aus. Weißt du was, dann trag den Scheiß doch selber! Shake your booty. Shake it, don't break it. Shake what you want. Oh. Oh Gott. Du hast 0 Dollar mit deinem Tageshonorar verdient. Was? Hä? Ja, das ist wegen dem ersten Tag. Ach, scheiße, na gut. Zum nächsten Tag. So, werden wir jetzt nicht irgendwie wieder fest. Nee. Now Hector tells me we need to hit the Mendozas themselves for information. Where they keep their money, in fact. Lucky for us, someone in the Mendoza cartel gave up info that they're being investigated by the FBI. So all we need to do is hit the local FBI office handling the cartel to get the data. And yes, I know. Out of the frying pan, into the fire. Vom Regen in die Traufe, na gut. The FBI temp office is across the street. Sneak inside. Schleich euch rein. Ah, das ist jetzt das Gebäude. Letztes Mal sind wir hier rechts, links angegangen. Hm. Oh, was ist das denn? Hä, was? Warum? Duck dich! Oh Gott. Der latscht einfach über die Straße drüber. Mit seiner Maske. Vorsicht! Ist überall laut. Oh, da kommen schon die ersten Bodyguards. So. Keine Kamera draußen. Ist schon mal gut. Hier drin sehe ich auch nicht wirklich jemanden. Doch, da ist eben einer nach rechts gelaufen. Wo kommt man denn hier rein? Durch die Tür da? Soll ich die Tür aufmachen? Ja. Okay, da musst du mir Deckung geben. Ja. Direkt ballern, wenn da einer versucht, mich zu zu sehen oder so.
Pass auf, da könnten auch Kameras sein, ne? Das ist alles unser Verderben. Da oben auf dem Flur geht einer. Ah, ich sehe ihn. Da kommt die Treppe runter. Jetzt schnell hier durch. Jetzt schnell hier hinten lang. Warte. Schnell, schnell, schnell. Oh nein! Oh, Glück. Oh. Ich komme hier gerade nicht weg. Wo ist der Typ? Ist ihn? Ich hoffe, der kommt jetzt nicht zu mir. Aber er kommt nicht zu mir. Oh, hier oben ist auch einer. Oh shit! Nein! Nein, komm nicht her, komm nicht her, komm nicht her. Nein, geh weg. Fuck. Alter, haben die nichts zu tun, Mann! Ja doch, die bewachen das Gebäude. Kacke. Also ich bin unter der Treppe. Oh shit. Boah, ich muss ihn, ich habe ihn gerade ausgeschaltet. Ich merke, ich versuche. Beantworte den Funk. Ja. Oh, oh, drei Fragezeichen. Fuck, fuck. Die drei Fragezeichen? Jetzt zwei. Sind weg, zum Glück. Oh, shit. Nein. Nein! Oh, fick dich. Hm? Oh, nein. Wir müssen die Dinger beantworten. Beantworte alle Typen. Alle Typen beantworten. Nein! Ja, hier sind so viele auf einmal gekommen, keine Chance. Das wäre auch zu einfach gewesen, wenn wir es einmal geschafft hätten. Naja. So, wo ist der scheiß Serverraum? Ich weiß nicht, oben wahrscheinlich, so wie letztes Mal, ne? Hm, geht so aus. So, hier durch. Ups. Polizei ist auch schon da. Wer hat die denn gerufen? Die will doch keiner hier haben. Da kann man also nicht durchschießen. Ich hab den Serverraum gefunden. Dann verbarrikadieren wir uns mal, würde ich sagen. No time to waste. Get through that door. Du hast nicht zufällig C4 mit? Nee. Oder warte. Was ist das? C4? Nee. Nee, ich mach schon auf. Ich auch. Wer macht denn jetzt auf? FBI swarming, guys! Get the door open! Oh, okay, da kommt schon alles. Auf was schießen die bitte? Wir sind alle hier oben. Oh. Also tut mir schon leid für die Bullen, dass wir so viele von deren Arbeitnehmern ausschalten. Das kann der Wirtschaft ja auch nicht. Geht die ganze Kaufkraft verloren. Oh. Hä? Wieso ist er mitten unter uns? Ich schieße nur auf dich. Aufgeräumt. So, ich bleib mal lieber in der Nähe vom Server. Jo. Fuck. Hm? Ich dachte gerade, der Busch wäre ein Gegner. Oh, da kommen sie aber. Ey, das nervt mich so. Wenn ich zu früh mit dem Sprinten anfange, dann lädt er nicht richtig nach. Thank you.
Leg meine Munitionstasche hier rein. Jo. Schab dich. Danke. Schade. Der Bura. Was? Was? Hier sind drei drin. Fuck. Was? Ein paar Leute drin. Ich hab immer dein Herz rein, das ist ja cool. KI ist so behindert. Waren hier immer noch welche am Leben, oder was? Was? Waren hier immer noch welche am Leben, oder was? Ja, so, die wuseln alle da durcheinander und keiner schützt auf keinen. Und so. Sind die Gegner? Oh, hier sind ein paar. Da haben wir jetzt gerade rote Hose. Ja, hab sie. Ansonsten sehe ich aber gerade auch keine. Oh, oh, ich sehe einen Laserpointer. Das sind da, das sind die mit den grünen. Grün? Ja, die auch mit den Schildern rumlaufen. Ja. Ah, die KI ist so doof, die laufen alle durcheinander. Na. Brauchst du Hilfe? Ne, ne, geht schon. So, gleich haben wir es. Alter, wo kommt der denn her? Ist gleich tot, ne? Ich? Ja. No. Hier beim Server sind ein paar. Oh, hier vorne, ich liege. Du liegst, ich komm. Ich raff schon wieder in den Chat rein, das ist unfassbar. Ja, jo, ständig. Das ist mir aber vorher nicht passiert. Der Bohrer gerade. Oh, 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 oh. Auch ganz viel, viel neue Munition. Da? Ja, nice. Hä, hier drin ist einer? Okay. Nicht. Hm? Was ist los? Ihn aber nicht. Tot. Tot? Da hinten kommen wieder welche, boah, die sind einfach nur vorbeigelaufen, sind die blöd. Warum wollen die ausgerechnet da langlaufen? So viel schöner ist es da doch gar nicht. So,
sagte Bohrer, 110 Sekunden. Mhm. Gleich schlacht, aber er ist schon wieder stehen geblieben. Besser, gerade eben. Ich kriege wieder Besuch. Polizeivorschuss. Hm. Hm, hm, hm. Oh. Verkackt. Okay, wir kriegen Besuch direkt vor der Tür. Ich mach gerade den Bohrer frei. So. Muss eigentlich auch gleich durch sein. 33 Sekunden. Keine Munition mehr. Mein Gott. Kannst du gleich noch ein neues Munitionsbeutel hinwerfen da? Ne, ich kann nur einen. Ach scheiße, war der schon wieder leer. Eine Sekunde und durch. Hab ihn. Jetzt schnell raus. Warte. Oh scheiße, Schutzschilde. Jetzt häng ich's mehr. Scheiße, ich liege gleich. Ich fliege auch, ich liege. Fuck. Ich bin auf dem Weg zum Truck. Ich wurde festgenommen. Ja? Tatsächlich. Scheiße. Boah, sind hier viele! Kacke. Oh ja, ich beobachte dich gerade. Scheiße, dann ist auch nicht mehr wirklich viel Leben. Oh, scheiße. Oh fuck. Nein! Fuck! Muss ich auf meine schlauen Mitspieler. Zum Glück liegst du da in Deckung, Alter. Ja. Das ist eine Schrotflinte, ne? Ja. Das ist auch nicht gerade toll auf Fernkampf. Scheiße. Ah, ich hab's. Ach, Schwein gehabt. Ich höre nur mein Herz klopfen im Hintergrund. Oh, Gott sei Dank. Warum ist das jetzt nicht vorbei? Weiß ich nicht. Eigentlich müsste das doch. Achso, Entlassung in 31, 30, 29, 28. Was? Was? Bei mir, ich werde in 25 Sekunden entlassen. Achso. Wahrscheinlich deswegen. Fünfzehn. Zehn. Neun. Acht.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und passiert was? Jo, da ist er wieder. Taz ist back from custody. Taz ist out of custody. Taz ist back. Taz ist back from custody. Ich hab einen Hänger. Hänger? Ja, ich seh nix. Was? Ich hab Black Screen. Und ich habe ständig denselben Funkspruch. Ich auch. Du machst das Zone da raus. Ich bin da auch im Black Screen. Nee, nee, bei mir funktioniert alles. Wo bin ich? Keine Ahnung, bei mir wirst du da irgendwo im Gebäude angezeigt. Was ist das? Scheiße. Nein! Ich mach mal den Ton aus, das ist ja so nervig. Oh, was ist denn das? Warum geht das nicht mehr? Bin hier kaputt? Ich weiß es nicht. Also ich kann nicht mehr ins Game. Ah, jetzt speichert. Jetzt ist irgendwas passiert. Nee. Was ist denn das? Ja, anscheinend bin ich im Spiel, aber doch nicht, und das Spiel kann sich nicht entscheiden, was wir machen. Ja, müssen wir jetzt hier einen Cut machen, hilft nichts. Ich komm. Warte mal, ich geh mal zu dir. Vielleicht kann ich dir aufhelfen. Sieht so aus, wie wenn ich dir aufhelfen müsste. Ja, ich hab einen Blackscreen halt. Warte mal. Oh shit, sind hier viele. Ja, zur Not lässt du dich halt umbringen. Boah, alter Schwede. Naja. Also ich kann dir aufhelfen. Du kannst mir aufhelfen? Ja. Versuch's mal. Hab ich. Aber du liegst immer noch. Du kannst mir wieder aufhelfen, oder was? Ich kann dir wieder aufhelfen. Also irgendwie stimmt hier was nicht. Ja, ich hab den Ton schon ausgeschaltet, weil ich ständig so eine Nachricht kriege, die ich voll abfuckt. Ja, dann hilft nichts, dann beenden wir einfach. Schade. Ja. Ach man, scheiß Bugs in Spielen. Warum gibt es euch? Warum kann der Programmierer nicht einfach jede erdenkliche Möglichkeit der Fehler... Ach, dann mach ich mal. Ja. Ja, vorbei. Ah, scheiße. So. Naja. Ja. Schade. Aber ich meine, hilft ja nix. Wir müssen ja auch so ein bisschen das Spiel weiterempfehlen für andere Leute. Und jetzt haben wir ja festgestellt, dass, ja... Ganz toll. Aber das ist zum ersten Mal passiert, ne? Ja, das ist das erste Mal. Aber so ein Scheiß und diese Stimme dann immer, dieses Gelaber im Hintergrund. Boah, zum Kotzen. Ich hab sofort ausgemacht. Das geht gar nicht. Und ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte weder mich bewegen noch sonst irgendwas. Ich hatte einfach nur ein Blackscreen. Komisch. Naja, hilft nichts. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und versuchen es das nächste Mal nochmal. Ja. Yeah. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat und euch das Gelaber von den beiden Anhängern hier in Teamspeak nicht gestört hat, dann macht ein Däumchen nach oben. Und wenn nicht, dann ja, trotzdem nach oben. Ihr wisst Bescheid. Gut Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und ja, oder bis zum nächsten Projekt, je nachdem, was wir noch so machen. Mal gucken. Haltet die Ohren steif und bis dann. Tschüssi. Haut rein.